besser, dass der Herr reichlich möchte durch sein Wort heute zu deinem Herzen reden, in Jesu Namen. Amen. 1. Könige, Kapitel 18, Vers 30. 1. Könige, Kapitel 18, Vers 30. Da sagte Elia zu allem Volk: Kommt her zu mir. Als alles Volk zu ihm trat, da reparierte er den Altar des Herrn, der zerbrochen war. Vater, wir danken dir, Herr, für deine Gnade. Wir danken dir für diesen gesegneten Morgen. Wir danken dir, dass du ein Gott bist, der uns führt, der uns liebt. Und wir danken dir, Herr, dass du uns, Herr, in deiner Gnade und deiner Liebe so wunderbar aufnimmst. Komm, führe uns jetzt in deinem Wort. Wir proklamieren die Zusage deines Wortes, Herr. Loben, preisen und danken dir, Herr, in Jesu Namen. Amen. Amen. Die Bibel sagt, dass Gott ein Volk auserwählt hat und dieses Volk sollte sein exklusives Eigentum sein. Und die Bibel berichtet uns, dass sehr viele Dinge nicht so gelaufen waren, wie Gott es geplant hat. Und so wurde, was Gott eigentlich sollte, sein Eigentum, wo er eigentlich regieren sollte, so kamen verschiedene Einflüsse von den Völkern, die Israel vorher hatte. Und so kamen sogar Propheten von abergläubischen Völkern, so sehr, dass eigentlich sie hatten Götzen in so vielen Bereichen, dass sie Priester von Götzen nicht nur im Land hatten, sondern sie waren im Königshaus angestellt. 400 plus 450 von den Propheten, von den Priestern von Aschera und Baal. Und Gott, er kommt und er will, dass das Volk Israel wieder als sein Volk gekennzeichnet wird. So kommt eine Zeit, wo es 3,5 Jahre kein Regen ist, symbolisiert auch das Werk Christi. Und so kommt es an der Zeit, wo Elia diese Verheißung im Volk Israel möchte, dass die Wiederherstellung passiert. Und er ruft das Volk zusammen. Und die Bibel sagt, er beginnt, indem er den Altar repariert, der zerstört war. Wenn wir Gottes Wort betrachten, damit wir das Feuer Gottes, was den Gericht Gottes auf Christus zeigt, wieder sehen können im Leben derjenigen, die Jesus aufgenommen haben, weil wir dadurch errettet wurden, müssen wir anfangen, den Altar zu reparieren. Und oft merken wir gar nicht das, was der Feind in unserem Leben getan hat, und wie Gott in dem Leben, er möchte, dass wir die Wiederherstellung erleben. Aber wir merken es gar nicht. Wir merken es gar nicht, dass eigentlich die Sühnung von Christus am Kreuz, was eigentlich das Einzige ist, was zählt für unsere Errettung, in unserem Leben oft nicht mehr gekennzeichnet ist. Wir haben uns so oft angepasst. Und die Bibel sagt, um diesen Altar zu reparieren, sagt es im nächsten Vers 31, dann nahm er 12 Steine nach der Zahl der Stämme der Söhne Jakobs. 12 repräsentiert Regierung, Herrschaft. Und Jesus Christus, wenn die Herrschaft, wenn er und seine Regierung ist immer durch sein Wort und die Zentralisation ist immer in Christus. Damit wir als Gemeinde Jesu Christi wieder können, in der Gnade Gottes, im Feuer Gottes, wirklich in diese Erfolg haben in Bezug auf Sieg über die Sünde, brauchen wir Gottes Wort und zentriert am Kreuz Jesu Christi. Und oft vergessen wir es. Wir merken oft gar nicht, dass das, was Gott in unserem Leben tun möchte. Und als nächsten Vers sagt uns die Bibel, Vers 32, aus diesen Steinen baute er dem Namen des Herrn ein Altar. Ringsherum zog er einen Graben, der so breit war, dass man 12 Kilogramm Getreide dort hätte einsehen können. Er spricht einen Graben. Graben spricht von Trennung. Jesus Christus, er hat uns durch das Kreuz Jesu Christi die Trennung von der Welt. Wir selbst, wir haben nicht die Möglichkeit. Ich erinnere, vor vielen Jahren, da ist mein Vater nach Kanada gereist, meine Tante besucht, die schon sehr krank war vor dem Sterben. Und sie sagte zu meinem Vater, sagt sie, ist das genug, was ich getan habe? Und er sagt, nein, was du getan hast, nicht. Aber was Christus am Kreuz getan hat, er hat das Werk vollbracht. Die Sühne am Kreuz auf Golgatha ist genügend für jegliche Sünde, die Vergebung. Und oft vergessen wir das. Und die vergessen, dass die Welt oft so brutal ist. Die Bibel sagt in Vers 33, da schickte er das Holz auf, zerteilte den Stier, zerstückelte und legte die Stücke auf das Holz. Dieser Stier, der zerstückelt wird, er spricht von dem Horror der Sünde, die auf Christus, das Gericht Gottes, der Urteil ausgesprochen wurde. Es ist nicht eine oberflächliche Situation von Unreinheit. Nein, er spricht über den ganzen Innereien von dem ganzen Werk, das der Feind in diese Welt anstellt. Und ich denke, die Situation, die wir heute leben, ist eine Symbolik auch, wie sehr wir infiziert sind von der Sünde und wir merken es gar nicht.
Heute bei dem Virus merken wir, was für Vorsichtsmaßnahmen man ergreifen muss wegen einem kleinen Virus. Und wir merken oft gar nicht, dass das, was Gott in unserem Leben tun möchte, er möchte uns den Sieg geben, er möchte, dass wir in der Gnade Gottes, dass wir wieder in der Kraft Gottes teilnehmen. Gottes Wort in unserem Leben, Gottes Werk in unserem Leben. Und die Bibel sagt, und dann füllte er 4 Pfannen mit Wasser. Das Kreuz Jesu Christi, wo wir von dem Opfer Jesu Christi, das Wasser spricht vom Wort Gottes. Und das Wort Gottes ist zentriert im Kreuz Jesu Christi. Er hat am Kreuz auf Golgatha, er hat in unserem Leben den Sieg vollbracht. Und wenn wir nicht als Gemeinde Jesu zentriert sind auf Gottes Wort, denn das Fleisch, es möchte nicht gehorchen. Das Fleisch, es ist gegen Gehorsam. Unser ganzes Sein, unser ganzes Wesen, unser ganzer Instinkt, unser Denken, unser Handeln und unser Unabhängigkeitssyndrom, es weigert sich zu gehorchen. Es weigert sich, die Eltern zu ehren. Es weigert sich, die Kinder in der Liebe Gottes zu erziehen, weil wir in dieser Welt infiziert sind von dem Virus dieser Welt. Und wie wunderbar ist, wenn wir zurück zu der Gnade Gottes kommen, wenn wir in der Liebe Gottes, wenn das Kreuz Christi wieder ist. Und die Bibel sagt, und wo das alles geschehen ist, dann auf einmal kam das Feuer. Dann auf einmal kam das Wirken Gottes. Dann auf einmal kam der Gericht Gottes über diesen Opfertier, was total vom Herrn, total in der Gnade Gottes, wo Christus damals total gemahlen wurde, total zerstört in Bezug auf Fleisch. Aber den Sieg in Bezug auf den Geist. Wir sind Gemeinde Jesu Christi und wir vergessen es so oft. Wir sind so gedrillt in unseren Gefühlen, in dem, was wir denken, in wie wir handeln, wie wir denken, dass das sein soll, dass oft das Wort vom Kreuz nicht mehr einen Unterschied macht, weil wir nicht im Wort Gottes gefestigt sind, weil unser Fundament nicht mehr Gottes Wort ist, sondern es ist eine Liturgie, es ist ein Denken, es ist ein Selbstständigkeitssyndrom und es ist ein Geist des Humanismus, der uns umzingelt. Und wir verlieren oft die Liebe, wir verlieren die Leidenschaft für die Verlorenen. Die Bibel zeigt uns, dass das Wirken Gottes in unserem Leben, der Apostel Paulus spricht immer über die Liebe von Gott Vater, die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Es ist die Eigenschaft von denjenigen, die von dem Heiligen Geist erfüllt ist. Dass die Liebe von Gott Vater in uns ist, dass die Gnade unseres Herrn Jesu Christi, dass die Gemeinschaft im Heiligen Geist, dass wir Salz und Licht in dieser Welt sind, dass wo wir hinkommen ein Unterschied ist. Nicht von dem, wie wir die Fehler der anderen aufdecken, nicht von dem, wie wir zeigen, wie die anderen falsch sind, nicht auf dem, wie wir kritisieren, wie Regierung A oder B, wie der Nachbar dies oder das, oder wie wir anzeigen bei denjenigen, die das nicht einhalten, sondern wir möchten in der Gnade Gottes, in der Liebe Gottes ein Kennzeichen sein von dem, was Gott in dieser Welt durch Christus Jesus tun kann. Ich denke, unsere aktuelle Situation ist eine sehr gute Gelegenheit, besonders wir als Gemeinde Jesu Christi, dass wir zurückkommen zu dem Ursprung, zurückkommen zu der Urgemeinde, zurückkommen zu dem, was Gott in unserem Leben tat. Wir haben gar nicht gemerkt, in was für einer Geschwindigkeit wir Richtung Zerstörung gingen, wie wir abgelenkt werden von so vielen Dingen dieser Welt, die nichts mit dem Glauben zu tun haben, wie wir möchten, dass unser Fleisch, wir möchten erfolgreich sein. Wir haben nicht mehr gemerkt, dass erfolgreich sein ein Götzen geworden ist in unserem Leben. Wir möchten gut aussehen, wir möchten eine gute Ehe, eine gute Familie, einen guten Job und wir brauchen Jesus nur noch, damit er unsere Familie segnet, unseren Job segnet, unser Haus segnet, unsere Gesundheit segnet. Und haben vergessen, dass er ist der Ursprung. In ihm ist alles zentriert in Christus durch sein Wort. Und dass wir als Gemeinde wieder zurückkommen können, die Verheißung Gottes in unserem Leben ist, dass wir in seiner Gnade, wir in seiner Liebe, ich finde es gigantisch, wie wir, wenn wir anfangen auf Gottes Wort, wenn wir anfangen die Gnade Gottes, Jesus, er sagt in Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, die Wahrheit, das Leben. Niemand kommt zum Vater, als nur durch mich. Und in Lukas 9, sagt er, wer mir folgen will, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Es ist so wunderbar, wenn wir die Gnade Gottes in unserem Leben erfahren, wenn wir wissen, Gott hat Verheißung in unserem Leben. Aber wenn wir wissen, du bist die Verheißung Gottes im Leben deines Nachbars. Du bist die Antwort Gottes im Leben deines Vorgesetzten. Du bist die sanftmütige Hand des Herrn Jesu Christi im Leben der Person, die nicht weiß, dass sie Hoffnung hat, den ich weiß, dass es eine Hoffnung gibt, den ich weiß, was es heißt, geborgen zu sein, den ich weiß, was es heißt, eine Familie zu haben. Aber Gott hat uns gesandt, in der Gnade Gottes, in der Liebe Gottes, wo Jesus uns seine Familie nennt, wo seine Familie kam und sie sagten, deine Familie ist da, sagt er, wer ist meine Familie? Hat er um sich gezeigt, das ist meine Familie. Geschwister, wir sind Familie des Herrn Jesus. In der wunderbaren
Liebe unseres Vaters, in der gesegneten Gnade unseres Herrn Jesu Christi, in der Gemeinschaft des Heiligen Geistes, seien wir Licht und Salz in dieser Welt. Aber dass wir zulassen, dass sein Wort uns leitet, nicht unsere Gefühle. Dass wir zulassen, dass wir auf dem Kreuz Christi, im Zentrum, die Auferstehung Jesu, dass wir wissen, unser Herr ist nicht am Kreuz. Er hängt nicht mehr am Kreuz. Er ist auferstanden. Er lebt, er regiert. Und wir dürfen diesen Frieden, diese Freude und wir dürfen diese Gnade verkündigen. In Jesu Namen. Amen. Oh Gloria. Oh Gloria, Vater im Himmel, danke. Danke für diesen neuen Tag. Danke, Herr, dass du uns wiederum mal, Herr, dass wir hier sein dürfen und dass wir dein Wort haben, dass dein Wort uns immer wiederum lehrt. Und öffne unser Herz. Öffne uns, Herr, dass wir dein Wort annehmen können, glauben dürfen, so leben dürfen, Herr. Und dass wir wirklich nach deinem Wort leben. Herr, vergib uns, Herr, wo wir diesen Altar nicht mehr brauchen. Herr, wo wir diese Gemeinschaft mit dir nicht mehr haben. Herr, wo wir zu beschäftigt waren. Ja, Herr, wo die Sünde uns, Herr, verunreinigt hat. Es ist so vieles, Herr, was um uns, mit uns passiert hat. Wir werden so geprägt, wir nehmen so schnell, Herr, die Maßstäben dieser Welt an, Herr. Und Herr, und wir tragen so viele Lasten, die uns gar nicht gehören. Vergib uns, Herr. Reinige uns, Herr, dass wir wieder wissen und zulassen, dass du regieren möchtest in unserem Leben. Herr, dass du das Sagen hast in unserem Leben, dass dein Wort unseres Fußes leuchtet. Herr, du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben, dass wir lernen, auf diesen Weg zu gehen, verstehen, dir nachzufolgen, in deinem Gehorsam zu sein. Herr, es sind so viele Einflüsse, aber schenk uns den Geist der Unterscheidung und der Erkenntnis, Herr, und dass wir möchten deine Stimme hören, dass wir erkennen können, was dein perfekter Wille ist und dass wir in diesen deinem Gehorsam gehen. Ich bete einfach, dass du jeden Einzelnen erneuerst, dass dieser Altar, dein Altar möchte aufgebaut sein in unserem Leben, Herr. Ja, dass wir am ersten nach deinem Reich trachten, Herr, dass es zu sehen und zu erkennen ist, dass wir Kinder Gottes sind. Herr, dass wir leuchten möchten für dich. Herr, dass das anziehend ist, dass das schön ist, in deiner Nähe zu sein. Herr, dass sie sehen kann, die Veränderung, die in unserem Leben passiert ist, weil wir Jesus nachfolgen. Wir haben nicht mehr die Maßstäben der Welt. Herr, vergib uns, Herr, wo wir noch so oft Sünde zulassen, Herr. Herr, wo wir es manchmal gar nicht merken. Aber reinige uns, Herr, und heile uns, Herr. Stell uns wieder her, dass wir als Kinder Gottes, Herr, wirklich einen Unterschied machen dürfen. Herr, du hast uns doch in diese Welt hingestellt, Herr, damit wir leuchten für dich, damit noch viele errettet werden, damit noch viele den Weg zu dir finden. So bete ich einfach, Herr, dass wir nicht die Maßstäben der Welt haben, Herr, dass wir uns nicht anziehen lassen, Herr, von all diesen Lüsten, all von diesem ganzen Glanz der Welt, sondern, Herr, dass wir aufschauen zu dir, Jesus Christus, der alles vollbracht hat. Oh, Gloria, Herr, wir lieben dich, wir danken dir, dass du den ganzen Preis bezahlt hast, dass du nicht aufgegeben hast, dass wir heute durch Jesus Christus immer wieder zum Vater kommen dürfen. Sie lernen, in dieser Gemeinschaft mit dir zu gehen. Sie lernen, Herr, wirklich ganz nah bei dir zu sein, auf deine Stimme zu hören, in deinem Gehorsam zu gehen, dass wir Liebe haben, Freude, Kraft, Geduld, dass wir vergeben können, Herr. Herr, ich bete einfach, Herr, dass du unser Herz reinigst. Wasch es rein, Herr. Halleluja. Wir danken dir so sehr, dass du uns nicht aufgibst. Nur, dass heute ein neuer Tag ist, dass heute wir neue Möglichkeiten und Gelegenheiten haben, mit dir zu gehen. Und gehe du voran, halt uns fest an deiner liebenden Hand. Lass uns ein Segen, ein Zeugnis sein, wo immer du uns hinstellst. Wir leuchten für dich. Ja, Herr, dass unser Altar aufgebaut ist und dass du das Sagen hast, du, der alles vollbracht hat. Wir wollen dir gerne nachfolgen zum Lobpreis deiner herrlichen Gnade. In Jesu Namen. Amen. Amen.